Tschüss. Tschüss. Wieso frühstückst du nicht mit uns? Nee, ich muss in die Apotheke. Lissi fängt heute ihr Praktikum an. Ach tschüss. Gott, ja. Grüß sie von mir. Hast du mein Fahrrad repariert? Ein Fahrrad? Du wolltest dich drum kümmern, weil Piwi nicht da ist. Oh je. Morgen, ja? Aber heute habe ich die Fahrradprüfung. Hm. Mach dir keine Sorgen, Clara. Wir haben das Problem bereits gelöst. Wir? Ja. Wir haben die Bremse und das Licht repariert. Wir haben die Schaltung justiert und den Bowdenzug erneuert. Jetzt guck nicht so. Traust du uns das nicht zu? Nee. Was? Ja, doch, natürlich, entschuldige. Warum denn nicht? Wollte ich dir auch geraten haben. Wir sind schließlich nicht von gestern. Nein, natürlich nicht. Ich trete jetzt in die Pedale und haue ab. Ja, tschüss. Meine Verehrung. Tschüss. Julia, danke nochmal für deine Tipps. Sie waren sehr hilfreich. Keine Ursache. Guten Morgen. 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 Hallo, Sie strahlen ja heute so. Ja, ich habe mich für eine Wassergeburt entschieden. Eine Wassergeburt ist viel weniger Stress für das Kind und das warme Wasser entspannt die Muskeln. Gestern war es noch eine Hausgeburt. Ja, gestern. Was sagt denn Ihr Mann dazu? Ach, der freut sich wahnsinnig. Der kann es gar nicht abwarten, endlich nach Hause zu kommen. Mhm. Wie lange muss er denn noch in Dubai bleiben? Ich hoffe, er schafft es wenigstens bis zum Kreissaal. Arbeit gibt es für Ingenieure wirklich genug dort. Das glaube ich gern. Sagen Sie, wer ist denn mein erster Patient? Die ist zum fünften Mal diesen Monat hier. Zum sechsten. Ich habe sie aber zum Neurologen überwiesen. Ja, da war sie auch. Und? Sie hat gesagt, nur Sie können ihr helfen. Soll ich Sie gleich reinschicken? Ja, je früher, desto besser. Frau Sturm, bitte. Uhr zurück. Danke. Tschüss. Hallo. Oh, hallo, ihr beiden. Darf ich vorstellen, Frau Wieber, Frau Eckert, eine liebe Freundin und Kollegin. Ihr gehört die Apotheke in der Friedrichstraße. Ah, okay. Und Ihre Tochter Lissi kennen Sie ja schon. Hallo. Na, dann kommen Sie. Ich gebe Ihnen einen Kittel, dann können Sie gleich loslegen. Danke. Ran. Tschüss, Mama. Tschüss, meine Große. Mach's gut. Tschüss. Ich bin dir so dankbar, dass Lissi ihr Praktikum bei dir machen kann. Das ist selbstverständlich. Wie läuft's denn bei dir? Ich kann mich nicht beklagen. Aber offen gesagt, manchmal merke ich schon, dass ich nicht mehr 25 bin. Ach, manchmal fühle ich mich schon wie 25, nur wenn ich dann in den Spiegel gucke. Aber du, Mädchen. Alter Schmeichler. Nein, wirklich. Ich freue mich einfach darauf, dass Lissi meine Apotheke übernehmen wird, wenn sie fertig studiert hat. Ja, ist alles in Ordnung. Ups, schon so spät. Ich muss gehen. Mach's gut. Du auch. Tschüss. Tschüss. Wo ist denn der Schmerz? Eigentlich überall. Aber wie? Ist er dauerhaft oder wiederkehrend, ziehend oder stechend? Irgendwie so ein bisschen von allem. Aber weißt du, das tut gut, wenn du deine Hand drauf hältst. Lass sie doch noch einen Moment liegen, ja? Leonie, ich habe auch noch andere Patienten. Ach, Christian, nimm dir doch bitte mal ein bisschen Zeit für mich. Hm? Ich würde mir alle Zeit der Welt nehmen, wenn ich irgendein Anzeichen einer Krankheit feststellen könnte. Aber ich finde nichts. Entschuldigung? Remanka hat angerufen, Notfall auf der Polizeiwache. Sie möchten bitte sofort kommen. Tut mir leid. Aber ich stehe mit meiner Diagnose nicht alleine da. Schließlich hat der Kollege auch noch was gefunden. Du findest selber raus. Ich muss. Zeigen Sie mal. Lassen Sie mich. Ich will Ihnen doch nur helfen. Fassen Sie mich nicht an. Hallo, Remanka. Oh, Doktor, gut, dass Sie da sind. Tag. Das ist Herr Zimmermann. Wir haben ihn gerade festgenommen. Aber ich habe nichts getan. Gegen Sie liegt ein Haftbefehl vor. Aber Sie haben kein Recht dazu. Er hat sich bei seiner Festnahme an einer Glastüre verletzt. Ja. Das sieht nach einer üblen Schnittwunde aus. Darf ich mir mal Ihren Arm anschauen? Entschuldigung. Ja? Hm, ich sehe schon. Wenn Sie möchten, dann versorge ich Ihre Wunde und gebe Ihnen was gegen die Schmerzen. Was, eine Spritze? Kann Ihnen auch Tabletten geben. Was für Tabletten? Hören Sie, ich bin Arzt. Hier.
Also, wenn Sie möchten, dann klammere ich Ihre Wunde und verbinde sie anschließend. Einverstanden? Hier ist unser Labor. Und weiter hinten findest du alle möglichen Arbeitsmaterialien. Und hier vorne solltest du immer ein bisschen aufpassen mit den Gläsern, damit nichts runterfällt. Okay. Was ist da drin? Da kommen die abgelaufenen Medikamente rein. Und hier haben wir unsere homöopathischen Mittel. Einen Unterschied zwischen Homöopathie und Allopathie muss ich ja wahrscheinlich nicht erklären, oder? Ja, so genau weiß ich das jetzt nicht. Habt ihr das im Bio-Leistungskurs nicht gemacht? Nee, ich hatte kein Bio-LK. Chemie? Nee, ich hatte deutschen Sport. Obwohl du Pharmazie studieren willst? Ich fand die Lehrer damals nicht so nett. Ach, du fandst die Lehrer damals nicht so nett? Na ja, gut. Ich gebe dir nachher einen kleinen Einführungskurs und vorher zeige ich dir noch, wo wir unsere Heilkräuter-Tees herstellen. Komm. Okay. Sie haben Ihre Daten an die Kollegen in Köln durchgegeben. Wir haben den Haftbefehl bestätigt. Gegen Sie wird wegen Scheckbetruges und Urkundenfälschung ermittelt. Aber wie soll ich das gemacht haben? Ich komme doch direkt aus Russland. Am besten erzählen Sie das alles gleich dem Haftrichter in Erfurt. Der wird dann entscheiden, ob Sie weiter in Haft bleiben oder wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Aber ich bin unschuldig. Ich habe niemanden betrogen. Ja. Steigen Sie bitte erstmal ein. Nein. Je friedlicher Sie sich verhalten, umso einfacher ist das für uns alle. Nein, das kommt nicht in Frage. Bitte. Jetzt machen Sie es uns bitte nicht so schwer. Nein, das kommt nicht in Frage. Oh Gott. Hey, Manka hier. Gib sofort eine Fahndungsmeldung raus. Du machst den Brenner hier an, Flamme nicht zu hoch, und stellst ihn direkt unter den Maßkolben und bewegst ihn behutsam über dem Feuer hin und her. Und das hat er sicher in der Schule gemacht. Ja, ich glaube, im Chemieunterricht. Ja, dann üben wir das lieber noch mal gemeinsam, was? Ja, klar, jetzt können Sie mal bitte kommen. Ja, natürlich, sofort. So. Ich bin gleich wieder da. Ups. Was ist los? Entschuldigung, das tut mir echt leid. Ja, aber ist doch wurscht. Hauptsache, dir ist nichts passiert. Ja, Lass nur. Ich mach das schon. Für dich, von der Familie in St. Petersburg. Machen auf, bitte. Unsere Familie will sich bei dir entschuldigen für das, was Grigor dir angetan hat. Ich weiß, das ist nur ein Teil des Geldes, um das er dich betrogen hat. Aber die Familie will zeigen, dass es ihr leid tut. Vater hat diesen Brief auf Russisch für dich geschrieben. Wenn du willst, ich kann übersetzen. Komm rein. Vor dem Frühstück und dem Mittagessen nehmen Sie jeweils eine Tablette aus der roten Dose und vor dem Abendessen aus der blauen, ja? Mach ich. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Auf Wiedersehen, Frau Maurer. Vergesslichkeit ist nicht Ihr Problem. Sondern? Mangelnde Konzentration. Das kann man ganz genau an der Schrift erkennen. Die Buchstaben, die kippen mal nach rechts und mal nach links. Die sind überhaupt gar nicht miteinander verbunden. Seit wann interessieren Sie sich für Graphologie? Sie wissen gar nicht, was man damit alles über Menschen feststellen kann. Na, dann verraten Sie uns doch mal, wie unser nächster Patient ist. Unentschlossen. Ängstlich. Eher schüchtern. Ja, rufen Sie ihn. Herr Kortwig, bitte! Danke, Doktor. Bitte. Sehen, ob ich was gegen seine Schüchternheit tun kann. Wir bitten dich, nimm unsere Entschuldigung an.
Viele Grüße, dein Igor und deine Jelena. Ich will das Geld nicht. Du nimmst Vaters Entschuldigung nicht an. Doch, aber die beiden haben ja selbst so wenig Geld. Bitte gib's ihnen zurück. Auf keinen Fall. Wenn du ihre Entschuldigung annimmst, dann musst du auch das Geld nehmen. Hast du dich erkältet? Wahrscheinlich. Ich hol dir ein Glas Wasser. Lass nur, das ist nicht nötig. Ich muss wieder los. Ich wollte dir nur den Brief geben. Ruh dich doch ein bisschen aus. Ich mach dir auch einen Tee. Nein, das ist nicht nötig. Dimitri, du siehst wirklich nicht gut aus. Leg dich hin. Danke. Hallo, Inge. Hallo. Ist was von Lisa dabei? Nein, leider nicht. Christian macht sich solche Sorgen, weil sie sich nicht meldet. Ich weiß. Wenn sie wenigstens mal ihr Handy einschalten würde. Wow, was ist das denn? Na, für Clara. Die hat doch heute Fahrradprüfung. Ach, hoffentlich besteht sie. Ja, natürlich besteht sie. Ich bin allein in dieser Woche dreimal mit ihr zum Markt gefahren und sie hat ganz prima aufgepasst. Und das ist so lieb, dass du sich um sie kümmerst, ne? Oh, Schatz, ich muss doch keine 60 Klausuren korrigieren. Das wird sie sein. Ich mach auf. Ah, Frau Sturm. Hallo, Frau Kleist. Störe ich? Nein. Ich hab gedacht, ich schau mal vorbei. Ja, das ist nett. Ich hoffe, Sie finden mich nicht aufdringlich. Ach nein, überhaupt nicht. Kommen Sie doch rein. Ich habe auch was mitgebracht. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Und los geht's. Kommt mal alle her. Das habt ihr ganz, ganz toll gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Christian, ich hab bestanden. Das ist ja toll. Großartig. Gut gemacht. Clara fährt sehr umsichtig und vor allen Dingen sehr sicher. Wirklich? Na, dann hast du dir eine große Portion Eis verdient. Hm? Oh ja. Schon erstaunlich, wie wenig Christian sich in den letzten 20 Jahren verändert hat. Ach ja? Ja, er war schon an der Uni so unternehmungslustig und immer gut gelaunt. Stimmt, das ist er immer noch. Spielt er eigentlich immer noch so gern Gitarre? Gitarre? Ja, das war damals sein Hobby. Ich weiß noch, wie er mir den ganzen Abend zur Gitarre vorgesungen hat. Er hat gesungen? Ja, wussten Sie das nicht? Hallo. Hallo. Ich habe die Fahrradprüfung bestanden. Echt? Oh, süß. Herzlichen Glückwunsch. Das ist toll. Ja, also, danke für den Kaffee. Aber Sie brauchen nicht gleich zu gehen. Doch, doch. Ich will nicht stören. Außerdem habe ich auch noch ein bisschen zu tun. Wiedersehen. Also gut, auf Wiedersehen. Toll. Tschüss, mein Schatz. Super. Was wolltet ihr denn hier? Einfach nur vorbeischauen. Über eure alte Unizeit plaudern. Aha. Hm. Hab ich da richtig gehört? Hat da jemand seine Fahrradprüfung bestanden? Oh ja, Schokokäse! Toll. Ich habe ihr gerade noch einen Eisbecher spendiert. Danke. Willst du gar nichts essen? Nein, ich mag nicht. Soll ich dir noch einen Tee machen? Nein. Oh Gott, du glühst ja richtig. Ich hol dir einen Arzt. Nein. Du hast richtig hohes Fieber, du brauchst einen Arzt. Das geht nicht. Wieso nicht? Die Polizei sucht mich. Wie bitte? Sie sagen, ich habe Checks und Papiere gefälscht. Und stimmt das? Natürlich nicht. Ja, aber wie kommen die dann auf dich? Grigor. Er hat dieses Mal meinen Namen benutzt, so wie vorher deinen benutzt hat. Da ist er. Tatsächlich.
auf. Entschuldigen Sie. Nichts für Unmut. Was hast du? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist plötzlich sauschwindelig. Willst du dich irgendwo hinsetzen? Nee, nee, das geht gleich wieder. Puh. Vielleicht eine Erkältung. Hol mir gleich mal was aus der Apotheke. Es geht um eine Freundin, die hat starken Husten und Kopf- und Gliederschmerzen und Fieber. Das klingt nach einer ausgewachsenen Erkältung. Ja, aber ich weiß nicht. Da habe ich was für Sie. Moment. Guten Tag. Guten Tag. Falls die Beschwerden schlimmer werden, sollte Ihre Freundin den Arzt aufsuchen. Bitte schön. Was kann ich für Sie tun? Ich bräuchte was gegen eine aufsteigende Erkältung. Noch jemand? 10, 53. Eine Frage. Hat jemand von Ihnen einen jungen Mann gesehen? Mitte 20, braunes Haar, mittelgroß, schlank. Er spricht einen russischen Akzent. Nein. Nein? Was hat er ausgefressen? Er wird per Haftbefehl gesucht und ist uns heute Morgen dann entwischt. Er schien ziemlich erkältet. Falls er also bei Ihnen auftaucht, bitte dann sagen Sie uns sofort Bescheid. Ja, natürlich. Ja. Oh, Moment. Sie haben Ihr Wechselgeld vergessen. Tschüss. Du bist so still. Ich habe nur nachgedacht. Über was denn? Wie es gewesen wäre, wenn wir uns mit 20 kennengelernt hätten. Wie kommst du denn darauf? Mhm. Menschen verändern sich. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass du vor 20 Jahren gesungen und Gitarre gespielt hast. Ach, um Gottes Willen, wer hat dir denn das gesagt? Frau Sturm. Leon. Mhm. Ihr scheint euch ja ganz gut gekannt zu haben. Naja, wir waren in der gleichen Clique, wir hatten denselben Freundeskreis. Die Tatsache, dass ich nicht mehr Gitarre spiele und singe, hängt eher damit zusammen, dass ich euch so gern mag. Christian! Ich komme! Die Kette ist ab. Zeig mal. Sobald es mir besser geht, gehe ich wieder. Ich will nicht, dass du wegen mir Probleme kriegst. Ach was, niemand wird dich bei mir hier vermuten. Danke, du bist sehr nett zu mir. Hat sich dein Vater von seinem Schlaganfall wieder erholt? Danke, es geht ihm besser. Aber Gregor macht ihm natürlich Sorgen. Ich bin froh, dass ich mich von Gregor getrennt habe. Hast du Arbeit? Mhm. In 2 Wochen fange ich als Anwaltsgehilfin an. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, hallo. Herr Scholz, grüße Ihre Frau. Auf Wiedersehen. Danke, Wiedersehen. Tschüss, tschüss. Sehen Sie mal, was uns Lissi mitgebracht hat. Oh. Hat sie selbst gemacht. Sieht ja toll aus. Ich habe auch schon probiert. Der ist wirklich göttlich. Hallo, Lissi. Hallo. Danke. Schmeckt wunderbar. Freut mich. Du bist ja schon so fleißig. Mhm. Ich sortiere hier schon mal die Medikamente ein, die in dem Karton auf dem Tisch standen. Ja, prima. Sag mal, das ist doch nicht der Karton, der im Labor stand. Doch. Oh je. Was ist denn? Ich hab dir doch gesagt, das sind die aussortierten Medikamente, die diesen Monat ablaufen. Ah. Ja. Oh Gott, mir ist kotzübel. Halt mal bitte an. Nicht so schlimm? Geht's? Ich fahre dich jetzt zum Arzt. Es könnte eine Angina sein. Es könnte aber auch was anderes sein. Haben Sie den Impfpass dabei? Ja, ich glaube schon. Danke.
ich befürchtet habe. Ihre Diphtherieimpfung liegt über 10 Jahre zurück. Diphtherie? Ja, es ist zwar heute sehr selten, aber Sie könnten sich doch irgendwo angesteckt haben. Ich werde einen Abstrich nehmen und ins Labor einschicken. Es dauert etwa 12 Stunden. Bis dahin werde ich Ihnen ein Antitoxin geben und ein Antibiotikum. Ja, das müssen Sie dann 10 Tage lang nehmen. Glauben Sie wirklich, dass es Diphtherie ist? Die Symptome sprechen ganz dafür. Was bedeutet das? Sie müssen sofort isoliert werden. Wie isoliert? Herr Bauermeister, mit einer Diphtherie ist leider nicht zu spaßen. Sie können sich wieder anziehen. Ich bleibe wieder da. Und das hier? Das steht für Depressionen und Schuldgefühle. Nora, das muss bitte sofort ins Labor. Herr Marke, haben Sie einen Impfpass? Mhm. Was fehlt ihm denn? Kommen Sie bitte mit. Es besteht leider der Verdacht einer Rachen- und Mandeldiphtherie. Was bedeutet das? Für Sie Gott sei Dank nichts. Sie sind vor 5 Jahren geimpft worden. Ich werde Ihnen trotzdem zur Sicherheit ein Antibiotikum geben. Und dann muss ich Sie bitten, mit Ihrem Kollegen im Anschluss sofort ins Krankenhaus zu fahren. Ich melde ihn an. Ist es so schlimm? Ich fürchte ja. Wenn wir Herrn Bauermeister nicht behandeln, dann kann es zu ernsthaften Komplikationen kommen. Wir sprechen hier von Halsschwellungen, Herzmuskelentzündungen, Nervenentzündungen mit Lähmungen. Und wenn er nicht isoliert wird, dann kann er andere infizieren. Deswegen müssen wir sämtliche Kontaktpersonen informieren. Also, Herr Bauermeister, mit wem hatten Sie in den letzten 10 Tagen Kontakt? Privat so gut wie keinem. Ich bin noch nicht lange in Eisenach. Ja, aber die Fahrradprüfung, denk doch mal an die ganzen Kinder. Ihre Tochter war auch dabei. Ja, aber die ist geimpft. Allerdings sollten wir die anderen Kinder überprüfen. Informieren Sie doch bitte die Eltern der betroffenen Kinder. Sie möchten ihre Impfpässe mitbringen und nach der Schule auf mich warten. Ja, ich komme dann auch da sofort. Ich werde es organisieren. Und dann müssen wir noch feststellen, wo Sie sich infiziert haben könnten. Ich habe keine Ahnung. Moment mal, was ist denn mit dem Mann, den Sie neulich verhaftet haben? Der, den Sie behandelt haben? Ja, der war doch sehr erkältet. Und bei der Auseinandersetzung sind Sie ihm doch sicher sehr nahe gekommen. Allerdings, er ist Russlanddeutscher. Was? Der kam gerade aus St. Petersburg. Wo ist der Mann? Ich muss ihn sofort sehen. Hören Sie, er ist eine Gefahr für alle Menschen, mit denen er in Kontakt kommt. Kommen Sie. So, jetzt schläfst du ein bisschen, dann fühlst du dich bestimmt besser, hm? Nein, bleib bitte hier, Sabrina. Ich kann nicht schlafen. Willst du ein bisschen Fernsehen? Nein. Frierst du? Mhm. Soll ich dir eine Wärmflasche bringen? Oh, hast du Schmerzen? Mir ist so übel und meine Schulter tut weh. Meinst du wirklich, dass du nur eine Grippe hast? Was soll das denn sonst sein? Verloren ohne Haar und überschwänglich mit Öl. Ich wollte mich bei Ihnen nur bedanken für den schönen Nachmittag. Das ist doch nicht nötig. Doch, also es war wirklich wunderbar. Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt. Das freut mich. Ich habe Ihnen auch was mitgebracht. Nur eine Kleinigkeit, ein Rollspielzeug für Ihren Sohn. Ja, danke. Ja, ich weiß, Sie müssen wieder arbeiten. Vielleicht sieht man sich ja bald mal wieder. Wiedersehen. Frau Bieber? Ja? Wo ist denn Lizzie? Ich habe sie zum Einkaufen geschickt. Na, die Kaffeemaschine müsste mal wieder entkalkt werden. Aber im Putzraum steht doch noch eine Flasche Entkalker. Ich weiß, aber... Wir brauchen noch einen Moment Ruhe, was? Ja, Lizzie ist ja ein liebes Mädchen, aber für die Arbeit ist sie ja nicht besonders geeignet. Ja, ja, ich weiß auch nicht, was wir da machen können. Im Grunde haben Sie recht. Aber ich bringe es nicht übers Herz, ihr das zu sagen. Hallihallo. Oh, hallo, Sabine. Keine Angst, ich will nicht lange stören. Ich wollte mich bedanken, dass ihr euch so gut um Lizzie kümmert. Sie erzählt so nett von euch. Ach, tatsächlich? Ja, dass ihr alles so gut erklärt und so eine Engelsgeduld mit ihr habt. Ja, das ist auch manchmal nötig. Gibt sie sich keine Mühe? Doch, doch, aber ich weiß nicht, ob das hier der richtige Beruf für sie ist. Ach, was? Sie muss nur ein paar Erfahrungen sammeln und sich ans Arbeitsleben gewöhnen, dann klappt das schon. Hier. Der ist für Sie. Dankeschön. Und das ist für dich, mein Lieber.
Oh, danke. Tausend Dank. Und noch ein paar schöne Tage mit Lisi. Wo steckt sie eigentlich? Sie kauft gerade etwas ein. Prima. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, sag ich immer. Aber jetzt muss ich los. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Johannes, was machst du denn hier? Die Sehnsucht hat mich hergetrieben. Ich wollte dich zum Essen einführen. Ah, das ist eine wunderbare Idee. Aber wenn ich das hier stehen lasse, war meine ganze Arbeit umsonst. Es wäre mir eine Ehre, wenn ich ihn unter die Arme greifen dürfe, gewissermaßen. Ist das hier ernst? Ja, selbstverständlich. Was kann ich tun? Also, das muss hier fertig gemischt werden. Hier sind die Mengenangaben. Bis hierher bin ich schon gekommen. Wird sofort erledigt. Wunderbar. Dann hole ich mein Zeug. Ja, auch schnell. Oh. Ich glaube, das mache ich mal lieber selbst, sonst stehen wir nämlich morgen früh noch hier. Also, das macht man so. Ja. Und so. Wie beim Kochen, mit Schwung und Fingerspitzengefühl. Also, wenn ich bei der Zubereitung meiner Salben so ungenau vorginge, das wäre ein Desaster, glaube ich. Dann wärst du ein schlechter Apotheker. Deswegen hat fast jeder Mensch einen Beruf, der seinen Fähigkeiten und Neigungen entspricht. Ja, da könntest du recht haben. Ja, ja. Mhm. So, ja, verstehe. Ja, ist klar. Aber Remanka, haben Sie jetzt schon eine Spur von dem Verdächtigen? Ja gut, aber Sie sagen Bescheid, sobald Sie was wissen, ja? Danke. Tschüss. Hallo, Christian. Hallo. Und, bist du schon fertig? Nein, ich muss noch was tun. Schade, ich hab gedacht, wir können vielleicht noch eine Tasse Kaffee zusammen trinken. Tja. Ach, kann es sein, dass du auf mich gewartet hast? Ja, das macht nichts. Fahr nur. Ich gehe einfach noch ein bisschen spazieren. Leonie, ich will das nicht. Was willst du nicht? Ich will nicht, dass du hier auf mich wartest. Ich will auch nicht, dass du meine Frau besuchst. Und ganz offen gestanden, ich will auch nicht mehr, dass du in die Praxis kommst. Aber Christian, hör zu, es reicht. Du spionierst mir seit Wochen hinterher. Ich will das nicht. Ich habe die Nase gestrichen voll. Also lass mich in Ruhe. Auf mich. Wie kommst du darauf? Das hat Larissa gesagt. Larissa? Ja, Tante Larissa will auch kommen. Dimitri, deine Tante Larissa ist seit einem Jahr tot. Nein, sie will mit uns essen. Dimitri. Sie kommt ganz bestimmt. Dimitri, wach auf, du fantasierst. Ah! Dimitri. Also ich kann keinerlei Erkrankung feststellen. Es sieht so aus, als ob wir trotz des fehlenden Impfschutzes Glück gehabt haben. Alle putzmunter? Ja! Was ist, wenn die Krankheit doch noch ausbricht? Also in der Regel ist die Inkubationszeit etwa 7 Tage. In der Zeit müssen die Kinder unter strenger Beobachtung bleiben und dürfen auf gar keinen Fall am Unterricht teilnehmen, ja? Können wir sonst noch was tun? Sorgen Sie dafür, dass die Kinder zu Hause sind und dass sie sich nicht überanstrengen. Bitte, Herr Doktor, Tobias hat seit seiner Fahrradprüfung so keuchenden Husten. Seit wir von dem Diphtheriefall gehört haben, ist meine Frau ganz krank vor Sorge. Ich habe schon versucht, sie zu beruhigen, aber... Haben Sie einen Impfpass dabei? Nein, meine Frau sucht ihn noch. Sie kommt sofort nach. Okay, dann wollen wir dich mal untersuchen, ne? Wie heißt du denn? Tobias. Tobias, ich bin der Dr. Kleist. Machst du mal den Mund auf? Sag mal A. A. Okay. Mach mal den Pullover hoch und dreh dich um, bitte. Atme mal tief ein und ausatmen. Einatmen. Die Lunge scheint tatsächlich angegriffen zu sein. Hat er Fieber? Etwas erhöhte Temperatur. Naja, vielleicht ist es nur eine Erkältung. Hoffentlich. Die Impfung war vor 3 Jahren. Verstehe. Entschuldigung, kannst du mal bitte ans Telefon gehen? Ah, okay. Ja, tatsächlich.
Nora. Also der Impfschutz ist eigentlich noch voll wirksam. Ich glaube wirklich, es ist nur eine Erkältung. Dann ist ja alles gut. Ja, danke. Tschüss. Bitte sei mir nicht böse, du bedeutest mir so viel, deine Leonie. Ich würde vorschlagen, Bettruhe, viel Tee trinken und kalte Wadenwickel sind, glaube ich, das Beste für ihn. Komm, Clara, wir gehen schon mal. Tschüss, Christian. Tschüss. Ich muss einmal in die Praxis, es kann heute spät werden, ja? Wann sagst du, Mittwoch? Ja, das würde bei mir gehen, sagen wir so um 16:30. Ja, okay. Wunderbar. Ich freue mich, Vera. Das machen wir, ja. Tschüss. Tschüss. Oh, hallo, ihr zwei. Hallo. Ne? Clara, lässt du mich und Inge einen ganz kleinen Moment mal allein? Geht's dir nicht gut? Doch, doch. Alles in Ordnung. Geh schon mal ins Haus. Ich komme gleich nach, ja? Okay. Was ist los? Ist was passiert? Na, red schon. Die Frau, die neulich bei uns im Kaffee war. Die Frau Sturm, ja. Was ist mit ihr? Ich glaube, Christian und sie haben ein Verhältnis. Frau Zimmermann. Guten Tag. Hallo. Kleist, setzen Sie sich doch bitte. Was kann ich für Sie tun? Ich bräuchte ein möglichst starkes Mittel gegen Grippe. Entschuldigung, aber Sie sehen überhaupt nicht krank aus. Ja, es ist auch nicht für mich, es ist für eine Freundin. Und warum kommt die nicht selber? Das geht nicht. Wieso? Die ist arbeitslos und zurzeit nicht krankenversichert. Ah, verstehe. Sie glauben, ich behandle Leute nicht nur, weil sie nicht versichert sind? Na, dem ist nicht so. Schicken Sie Ihre Freundin ruhig vorbei. Nein, das geht nicht. Wieso nicht? Es geht ihr nicht gut und ich glaube nicht, dass es gut wäre wegen dem weiten Weg hierher. Und okay, Frau Zimmermann. Dann komme ich zu ihr. Nein, Entschuldigung. Ich werde mit ihr reden und dann kommen wir einfach gemeinsam hierher, ja? Vielen Dank, danke. Frau Zimmermann! Die hat es aber eilig. Merkwürdig. Hat sie eine Telefonnummer da gelassen? Ja. Gut. Versuchen Sie, sie anzurufen. Wenn Sie sie erreicht haben, stellen Sie sie durch. Okay. Offen gestanden, Marlene. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Inge, ich habe die SMS doch selber gelesen. Ich fand das Verhalten von Frau Sturm neulich schon so komisch. Und heute war sie in der Schule. Sie war in der Schule? Ja. Sie hat mir ein Geschenk für Paul mitgebracht, obwohl sie ihn gar nicht kennt. Weißt du was? Vielleicht gibt es für alles eine ganz einfache Erklärung. Vielleicht ist es ja bloß eine unglückliche Verkettung von Zufällen. Meinst du? Ja. Christian liebt dich. Das sieht man. Das sieht jeder, der euch kennt. Warum sollte er ein Verhältnis mit einer anderen Frau anfangen? Er hat doch dich. Inge Kleist? Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Das war sie. Ach, Quatsch. Da hat sich wer verwählt. Nein. Was ist passiert? Du hast fantasiert und dann bist du zusammengebrochen. Ich erinnere mich nicht. Bleib liegen. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Die Polizei. Sie suchen mich. Mach nicht auf, Sabrina! Einen Arzt kommen lassen. Nein. Dir geht's doch immer schlechter. Ich will keinen Arzt, auf keinen Fall. Das glaube ich niemals. Nicht so laut. Die Kinder sind im Haus. Aber das ist doch Schwachsinn. Bitte, glaub es mir. Johannes, würdest du dich bitte ein bisschen zurücknehmen? Also, Marlene glaubt, dass Christian ein Verhältnis mit unserer neuen Tourismuschefin hat. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ich weiß, es klingt absurd. Nein, das klingt nicht nur absurd. Das ist absurd. Meinst du, Marlene hat sich das alles ausgedacht? Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass Christian sowas nie tun würde. Na, das hast du von deinem Freund Karl auch gedacht. Das war was völlig anderes. Ach, tatsächlich? Inge,
Ich habe Christian die Windel gewechselt. Ich habe ihm seinen ersten Fußball gekauft. Ich habe ihn getröstet, als er seinen ersten Liebeskummer hatte. Ich habe... Kleist? Christian? Christian, bist du das? Christian, bitte melde dich doch. Sag mal. Nora, haben Sie jetzt Frau Zimmermann erreicht? Da meldet sich immer noch niemand. Probieren Sie es noch mal. Hm? Marlene! Ich muss mit dir reden. Was ist denn passiert? Es dauert nicht lange. Jetzt? Ja, und bitte nicht hier. Hör zu, Dimitris, du kannst nicht weitergehen. Du brauchst Hilfe. Vielleicht solltest du dich der Polizei stellen. Ist das dein Ernst? Du bist schwer krank. Und du musst denen erzählen, dass du unschuldig bist. Meinst du, die werden mir glauben? Ja, aber wie sollen sie rausfinden, dass du unschuldig bist, wenn du es ihnen nicht sagst? Denen ist doch vollkommen egal, ob ich schuldig oder unschuldig bin. Die glauben mir doch sowieso nichts. Das ist nicht dein Ernst. Ich will, dass du mir die Wahrheit sagst. Was willst du denn hören? Was zwischen dir und Leonie ist? Nichts. Gar nichts. Christian, warum ruft sie bei uns an und fragt nach dir? Und schreibt dir so eine komische SMS? Sie schreibt mir eine SMS, weil ich ihr gehörig die Meinung gesagt habe. Weshalb? Weil sie mir nachstellt. Ja, es ist zum 6. Mal, dass sie hier in der Praxis ist in dem Monat. Und warum hast du es mir nicht erzählt? Ach Gott, noch mal, weil ich dich nicht beunruhigen will. Wirklich? Aber zweifelst du an mir? Ja, ihr kennt euch von früher. Ich hab mit ihrem Mann studiert. Und vor über 20 Jahren. Ihr scheint euch aber gut verstanden zu haben. Ich weiß nicht, was sie dir alles erzählt hat, Marlene. Aber ich schwöre dir, zwischen uns war und ist nichts gewesen. Niemals. Ich liebe dich. Und der andere Tee, den wir gestern zubereitet haben? Das war Fenchelanis Kümmeltee. Prima. Und in welchem Verhältnis haben wir die Kräuter gemischt? 20% Fenchel, 20% Kümmel, 20% Anis. Dann rechnen Sie das mal zusammen. Ach so. Ja, 40% Fenchel, 40% Anis und 40% Kümmel. Das sind 120%. Hm. Hallo Julia, hallo Paulchen. Hallo. Na, no. Was hast du denn? Ich weiß nicht, Paulchen hat schlechte Laune. Oh. Darf ich mal? Das ist ja toll, wie du das machst. Das hat mir die Kindergärtnerin im Praktikum gezeigt. Du hast im Kindergarten ein Praktikum gemacht? Ja, ich habe da schon zweimal in den Ferien ausgeholfen und sie haben gesagt, dass sie mich jederzeit nehmen würden. Hallo. So schön, mit Kindern zu arbeiten. Das gibt's ja nicht. Praxis Dr. Kleist, Schwester Nora am Apparat? So. Ja, kein Moment. Frau Zimmermann. Ja, Kleist? Was? Ja, ist gut, ich bin sofort bei Ihnen. Notfall, ich muss sofort weg. Sabrina, wer ist das? Ich habe einen Doktor bestellt. Du hast was? Dimitri, du brauchst Hilfe. Frau Zimmermann? Ja? Sie sind die Ehefrau von Gregor Zimmermann? Ja. Ist Ihr Schwager Dimitri Zimmermann hier bei Ihnen? Nein. Unsere Kollegen aus Köln haben uns darüber informiert, dass Sie vor einer Woche nach Eisenach gezogen sind. Dass Sie die Schwägerin von Herrn Zimmermann sind und er hier möglicherweise bei Ihnen ist. Nein. Wenn Sie uns nicht reinlassen, kommen wir mit einem Durchsuchungsbeschluss zurück. Hallo, Frau Kleist. Wie geht es Ihnen?
gut, danke. Entschuldigung, haben Sie plötzlich was gegen mich? Ja, das kann ich Ihnen genau sagen. Ich mag es nicht, wenn sich jemand in meine Ehe einmischt. Wer behauptet das denn? Jetzt tun Sie doch nicht so. Sie stellen meinen Mann doch schon eine ganze Weile nach. Ich ihm? Ja, wollen Sie sagen, dass er Ihnen hinterherläuft? Er liebt mich. Er tut was? Christian liebt mich. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Doch. Er kann es sich nur nicht eingestehen. Immerhin, er ist verheiratet und hat Kinder. Das ist doch absurd. Ich weiß, die Situation ist nicht einfach für Sie. Mein Gott, mir würde es auch schwerfallen, einen Mann wie Christian einfach gehen zu lassen. Gehen zu lassen? Was reden Sie denn da? Bitte, Frau Kleist, machen Sie ihm keine Vorwürfe. Christian folgt einfach nur der Stimme seines Herzens. Das fühlt mich nicht mehr an. Frau Kleist, bitte. Sie haben doch jeglichen Bezug zur Realität verloren. Ihr Schwager war also seit gestern hier bei Ihnen. Sie wussten, dass er polizeilich gesucht wird? Sie hätten uns sofort Bescheid geben müssen. Herr Manka, was machen Sie denn hier? Wo ist er denn? Er ist uns wieder entwischt. Was? Lissi ist nicht mit dem Herzen dabei. Sie hat uns von ihrem Praktikum im Kindergarten erzählt. Ich weiß, es hat dir sehr gut gefallen. Nein, es hat ihr nicht nur gefallen. Es ist ihr Traum. Sie will Kindergärtnerin werden. Aber die Apotheke? Ja, ich weiß. Es ist dein Wunsch, dass sie mal deine Apotheke übernimmt. Ich habe 30 Jahre Arbeit da reingesteckt. Du wirst ganz bestimmt jemanden finden, der sie übernimmt. Aber lass deine Tochter ihren eigenen Weg gehen. Sie, guck mal, wie entzückend sie mit den Pläten spielt. Sie wird eine großartige Kindergärtnerin werden. Eine, die mit dem Herzen dabei ist. Warum hat sie mir nie was davon gesagt? Weil sie dich nicht verletzen wollte. Hallo, wo sollen wir suchen? Sucht die Straßen der Umgebung systematisch ab. Eine Beschreibung des Flüchtigen habt ihr, oder? Okay. Wir nehmen uns die Vorgärten vor. Okay. Ich bin vor 2 Jahren geimpft worden. Verstehe. Haben Sie denn irgendeine Ahnung, wo Ihr Schwager sich aufhalten könnte? Nein. Vielleicht gibt es irgendeinen Unterschlupf oder so in der Nähe. Ich habe keine Ahnung. In seinem Zustand kann er auch gar nicht so weit gekommen sein. Was ist mit dem Dachboden oder einem Keller? Guten Tag. Ja, bitte, was wollen Sie? Ich möchte gern Frau Kleist sprechen. Tut mir leid, Frau Kleist ist nicht zu sprechen. Es ist aber wichtig. Bitte gehen Sie und lassen Sie endlich unsere Familie in Ruhe. Schicken Sie mich nicht weg. Also jetzt reicht's aber wirklich. Was ist denn bloß los mit Ihnen? Ach, lassen Sie mich in Ruhe. Hören Sie, so kann das nicht weitergehen. Was soll ich denn machen? Ich liebe ihn nun mal. Frau Sturm, bitte beruhigen Sie sich doch erst mal. Kommen Sie, ja? Kommen Sie mit. Ich will Ihre Familie nicht zerstören. Ich wollte nur einfach jemanden, der mich liebt. Aber Christian liebt seine Frau. Ich weiß, daran hat er auch nie irgendeinen Zweifel gelassen. Und warum haben Sie nicht einfach aufgehört? Ich habe mich einsam gefühlt. Dann sind wir uns plötzlich begegnet und ich habe meine Gefühle nicht mehr in den Griff bekommen. Es tut mir so leid. Ich kann verstehen, wenn Sie mich jetzt hassen. Nein. Hassen tue ich Sie nicht. Aber Sie sollten sich helfen lassen. Mir kann immer keiner mehr helfen. Ich habe eine Freundin hier in Eisenach, die ist Psychotherapeutin. Die würde Ihnen sicherlich gern helfen.
Wenn Sie wollen, rufe ich Sie gleich an. Dimitri? Hallo? Hallo? Gibt es denn irgendwo noch andere Räume, in denen er sich versteckt haben könnte? Nicht, dass ich wüsste. Ein Heizungskeller? Ja, hier. Dimitri! Der atmet ja kaum noch. Ja, aber sein Puls ist ja. Der Kehlkopf ist geschwollen, ich muss einen Luftröhrenschnitt machen. Rufen Sie den Krankenwagen bitte sofort. Hallo, wir brauchen einen Krankenwagen in die Bachstraße 12, schnell bitte. Wird er es schaffen? Ich glaube schon. Er wird sicher erstmal im Krankenhaus bleiben müssen, er ist ziemlich angegriffen. Aber wird er was zurückbehalten? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Er hatte eine Bärenkonstitution. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Der Haftbefehl gegen Ihren Schwager wurde aufgehoben. Oh, Gott sei Dank. Unsere Kollegen in Köln haben Ihren Mann dabei erwischt, wie er einen gefälschten Scheck einlösen wollte. Ach. So, ihr Lieben, was haltet ihr zum Beispiel davon? Ein Hotel in der Toskana? Ja, mit Wellness und Schwimmbad. Mhm. Johannes und ich, wir finden, dass ihr zwei euch nach diesem ganzen Stress eine Auszeit verdient habt. Ich habe auch schon da angerufen. Übernächstes Wochenende wäre ein Doppelzimmer frei. Da haben wir Schulferien. Und ich bin im Zeltlager. Ja, das ist doch super. Allerdings, was machen wir mit Paul? Tut mir leid, ich bin an dem Wochenende mit dem Schwimmverein in Frankfurt. Und Inge? Tut mir auch leid. Meine beste Freundin wird 60. Ich fahre nach Stuttgart. Aber ich glaube, Johannes hat eine Lösung für euch. Sag bloß, du willst ihn nehmen. Nein, nein. Aber ich kenne da jemanden, den Paul viel lieber hat als so einen alten Kerl wie mich. Und der wunderbar mit ihm umgehen kann. Und der mir noch einen kleinen Gefallen schuldet. Das heißt, es wäre vielleicht ein extra Tag Venedig drin? Es könnten sogar zwei sein. Hauptsache, ihr kommt wieder nach Hause. Mein lieber Mann.